Moin, ihr Baggerluten! Portal 2! Wisst ihr aber schon, steht ja im Thumbnail und so. Ha! Mir fällt gerade auf, warum sage ich das eigentlich andauernd? Welches das ist? Ich meine, ihr wisst das doch, ihr schaltet da doch ein. Vielleicht gewöhne ich mir das mal ab. So. Nächste Testkammer. Seht ihr ebenfalls. Das ist ein Let's Play, was ihr guckt. Das wisst ihr auch. Warum rede ich eigentlich noch? Warum rede ich eigentlich noch? Okay, warte mal. Ja. Ja. Da oben soll die Oberfläche sein. Das ist aber eigentlich noch... Naja. Nu? Jetzt platzen hier Rohre. Passt. Das hatte ich mir anders erhofft. Da werde ich so nicht einfach durchkommen. Ich möchte hier gerne lebend raus. Achso. Nee, warte mal. Machen wir mal so. Besser. Oh, guck mal, da sind wir wieder. Und wir sind gar nicht dick. Überhaupt nicht. Wir sind eigentlich echt total schick. Warte mal, kann man GLaDOS hier drauf sehen? Ja, guck mal, man sieht sogar die GLaDOS-Kartoffel drauf. Hii. So. Ist das das Nomaden? Ne, das hier macht gar nichts. Das ist irgendwie nur Wasser, glaube ich. Da kommt das raus. Hinschießen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, da muss ich irgendwie hin. Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Hier. Das ist das G. Das ist eigentlich nur die Farbe oder so, damit ich hier irgendwo gegenschießen kann. Ja, guckst du. Ja, easy. Und durch. Schön. My new boss is a robot. So. Carla the Complainer says, mein neuer Boss ist ein Roboter. Aber wusstest du schon, dass Roboter klüger sind als du? Dass Roboter härter arbeiten als du? Und dass Roboter besser sind als du? Nein. Vielleicht... Vogel! Gut für ihn, also weiterdenken. Na, Fug. Witzig. Okay, da wird uns auch gleich noch was Witziges erwarten. Allerdings müssen wir, glaube ich, erstmal irgendwo dahin. Nee. Ah, hier sind wir wieder. Echt? Wir sind hier jetzt einmal so im Kreis? Oder was? Oder wie? Ach, hier waren wir doch schon. Okay, wir haben hier das Blaue. Da ist das... pass auf, dann mache ich mal eher hier lieber mal das Orangene. Orangene hin. So, und jetzt müssen wir irgendwo einen harten Absturz finden. Gibt das den hier schon oder gibt es den irgendwo anders? Hier glaube ich noch nicht so. Hm. Oder gäbe das hier jetzt eine tolle Möglichkeit? Ja, gibt es. Da. Oh, umgedreht wird aber, glaube ich, ganz schön schwer, oder? Mal gucken. Nö, hat funktioniert. Super. Watch your step. Jo, die letzte Stufe war ein bisschen krass. Oh. Cave? Alles gut? Hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus.
Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es $7 kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Dann bewirf das Leben zurück damit. Verdammte Scheiße. Man muss sich nicht immer damit abfinden mit Dingen, die man hat. Oder die einem das Leben gibt. Man kann auch einfach mal versuchen, selber Dinge zu tun. Und Dinge zu verbessern. Man muss sich nicht immer mit allem zufrieden geben. Ist natürlich nicht ganz verkehrt. Aber das muss man nicht andauernd tun. Please do not test. Also bitte nicht testen und an den Forschungen und an der Wissenschaft teilnehmen. Wenn du allergisch bist gegen kosmische Sedimente oder Stärke. Ja, okay. Komm. Genug zu lesen. Ihr könnt Pause gedrückt haben und selber gelesen haben. So. Finde dich nicht immer damit ab, was du bekommst. Wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, dann darfst du es gerne ansprechen. Und wenn es gerechtfertigt ist, darfst du auch gerne was dagegen tun. Das ist natürlich jetzt subjektiv, aber trotzdem. Für harte Arbeit kann dir niemand was. Und für harte Arbeit verdienst du auch harte Bezahlung oder harte Anerkennung. Will ich nur mal sagen. So, und hiermit malen wir unseren Schatz. Wir malen uns die Welt hier so, wie sie uns gefällt. Mit dem Ding. Ich wollte es hier nur noch mal erwähnen und sagen. Boah. Wir machen uns das schick hier hinten. So, das ist sehr gut. So, und wir hüpfen jetzt einfach mal da raus. Na, warte mal, wir wollen ja auch treffen. Komm direkt mal mit. So, sehr gut. Wir gleich mal gucken, was wir hier so für tolle Dinge finden. Ah, das wird... Ach, kacke, das war das Falsche, aber das ist nicht schlimm. Ich weiß nicht, ich schieße auch viel lieber das orange Portal. Ich mag das halt gerne. So, guck mal, da landet der. Das ist schön. Na? Weil die Welt hat uns gerade so Zitronen gegeben. Einen Raum, in dem wir eigentlich keine Portale schießen können. Doch wir haben etwas geändert. Und machen Sachen und Dinge. So. Jetzt weiß ich trotzdem noch nicht so recht, wie es weitergeht. Aber irgendwie wird es immer weitergehen. Irgendwie geht es immer weiter. Quasi. So, da oben ist das Exit. Lass mich mal da oben gucken. Ich muss irgendwie darauf kommen. Das wird ja recht gut passieren können. Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich jetzt Geschwindigkeit oder Höhe hinkriege. Weil da oben kann ich nichts machen. Da will ich ja noch hin. Wir malen einfach mal ein bisschen weiter in der Zeit. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch den Trick der Tricks, um hier Dinge zu ändern. Warten. Ja. Weiter, weiter, weiter. So, wir haben den Raum gleich, glaube ich, recht gut gefüllt. Ich denke mal, das reicht so. Ich weiß aber nur noch nicht genau, wie ich da oben jetzt hinkommen soll.
Da kann ich leider nicht gegen schießen. Wow. Moment, das war anders gedacht. Das bringt nichts, oder? Ich denke nicht. Nee, noch nicht. Das bringt noch nichts. Mal gucken. Ja, schade. Schade. Nee, so noch nicht. Ich will ja hier raus. Da will ich ja raus. Muss ich nur irgendwie versuchen, auf Höhe zu kommen. Und dann würde das ohne Probleme funktionieren. Denn die Gravitation ist unser Freund. Um sich auch noch nichts. Das ist jetzt wieder so ein Ding, ne? Da ist ja auch nichts, ne? Nö. Oder von der Seite vielleicht? Nee. Und die Dinger konnte ich, glaube ich, auch nicht anmalen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Hier nicht getroffen, oder was? Doch nur, aber. Die Dinger konnte ich nicht anmalen, oder doch? Doch, die... Okay. Ja. Jop. Ich hab's. Jo, ohne Probleme. So easy, Mensch. Gar nicht, was ihr mal habt. Geht doch. Oh, nicht zu weit. Nachgedacht. Oh. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade drauf. Sag ich doch. Schmeiß die Zitronen zurück. Sag ich. Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Ja. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Menschen verbrennen. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Daran hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich spreche es auf Band, damit sich's jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinen Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Leben Sie wohl. Ich hoffe, das klang nicht so krank, als ich das gesagt habe. Naja, Cave Johnson nähert sich seinem Ende. War 1982. Welches Jahr jetzt genau ist, ist immer noch unbekannt. Aufzug zur Oberfläche. Mit diesem Funken habe ich das Gefühl, ist das nicht ganz so gesund. So, ich will mal gucken. Ich kann mir vorstellen, gerade hier an solchen Orten immer irgendwie sowas ist wie 3000 Meter Tiefe. Ich
hüpfe nicht zu weit, weil, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass gerade hier an solchen Stellen irgendwelche Geschichten mit Easter Eggs sind. Zum Beispiel hier ein Büro, in das man rein kann. Das ist jetzt nun kein Easter Egg, aber ich kann mir vorstellen, dass sie in so etwas gerne mal platzieren. Wo hätten wir noch so ein Büro? Da oben wäre wieder was. Mal gucken, ob da was drin ist. Also das macht einen jetzt schon ein bisschen nachdenklich, ne? Also ich hab mich an diesen Zitronenspruch nicht mehr so erinnert, allerdings, also dass er hier drin war. Allerdings habe ich jetzt gerade ein bisschen, ich weiß gar nicht, habe ich das vielleicht jetzt auch daraus gelernt oder? Oder für mich halt einfach dieses von wegen, okay, ich denke nicht mehr wirklich dran oder? Dass ich das übernommen habe vielleicht einfach. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Toll, 100 Meter. Naja, gut, okay, wir könnten weiter hochkommen, aber versteht ihr, was ich meine? Dieses, dass ich das übernommen habe, dieses nicht dran zu denken, dieses nicht akzeptieren, dass das vielleicht, dass ich das hier vielleicht gelernt habe oder überhaupt den Gedanken, dass der Gedanke überhaupt dazu angeregt wurde? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine oder worauf ich hinaus will. Könnt ihr sonst auch gerne mal reinschreiben? Nee, da ist nichts. Dann das nächste jetzt. Okay, ich glaube, das ist das. Ach, da war das, okay. Welchen will ich denn jetzt dann schießen? Ich glaube, ich will den Orangenen schießen. Das ging da nicht. Wo ging denn das da nicht? Okay, jetzt aber. Okay, sind wieder ein bisschen weitergekommen. Und hier ist die Tür. Ja, ist jetzt die Frage, war das jetzt der richtige Weg oder nicht? Okay, Cave Johnson ist aber auch für viele Sachen selber schuld, das muss man auch einfach mal sagen, ne? Aber einige Dinge hat er auch einfach, weiß nicht, wahr ausgesprochen, zumindest nach meiner Auffassung. Gut. So viel dazu. So viel dazu. Ohne großartig weiter rumzulabern. Macht euch mal selber einen Kopf drum. Winke, winke, ciao. Und tschüss.